Servus und Hallo, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mad Evil Dynasty heißt dieses schöne Spiel und ja, es ist Herbst. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Wir haben furchtbar Durst, wie ich gerade sehe. Links unten in der Ecke sehen wir das. Wir haben furchtbar Durst und auch ein bisschen Hunger. Ich würde aber trotzdem sagen, wir haben keine Fackel mehr, oder wie? Oh, wir haben tatsächlich keine Fackel mehr. Kann es denn sein? Wir haben keine Fackel mehr. Naja, dann tasten wir uns mal blind ins Bett und legen uns erst einmal hin. Ja, wir haben in der letzten Ausgabe wirklich vieles Schönes, einiges geschafft und das können wir jetzt gleich nochmal anschauen. Wir haben endlich unsere Holzbetriebe, die ich schon lange wollte. Hier hinten sind sie, da brauchen wir noch Mitarbeiter. Wir haben hier wieder ein bisschen Platz geschaffen und. Wir haben einiges geschafft und vor allen Dingen, und hier steht es und schaut total cool aus. Nichts mehr mit Geflecht und sonst irgendwie, sondern so richtig cool mit Holzbalken. Wir haben ein neues Materiallager, wo wir richtig sau viel stapeln können. Sehr schön. Das nochmal ganz kurz als Hinweis. Und für alle, die das vielleicht letztes Mal nicht sehen konnten, ich habe die Rate der XP-Punkte etwas geändert für den Fortschritt, damit wir einfach etwas schneller vorwärts kommen. Ob es uns denn dann reicht, werden wir noch feststellen. Aber immerhin geht es jetzt mal ein bisschen schneller. So, dann jetzt erst einmal das Wichtigste. Genau, wir springen in den See und waschen uns und nehmen einmal zwei dicke Schlucke aus dem Wasser. Dann werden wir mal eine Kleinigkeit essen und erst dann gehen wir andere Dinge an. Also ich bin voll begeistert im Moment von unserem tollen Dorf. Da haben wir unsere beiden Küchen stehen, also es ist wirklich alles da. Wir müssen auch mal anfangen, unsere Häuser etwas abzudichten. Ich habe keine Ahnung. Apropos Küchen, da wird ja nicht hingehen, gell? Unsere Häuser abdichten, weil der Winter kommt und weiß jetzt gar nicht, wie viel das wir im Lager haben. Also zuerst einmal werden wir jetzt, ja, wir sind wirklich sehr gut ausgerüstet, muss ich wirklich sagen. Fischfilet bringt nur 4 Nahrung, Fleisch bringt 2 Nahrung, gebratenes Fleisch bringt 6 Nahrung, okay. Eimer mit Wasser haben wir jede Menge, obwohl wir überhaupt gar keinen am Brunnen stehen haben. Das wundert mich auch ein bisschen. So, hier nehme ich mir alles mit. Ja, wir müssen ja mal einiges rausschmeißen hier noch, Sigi Grott. Das machen wir jetzt mal als erstes. Nein, als allererstes essen wir jetzt erst. So draußen in der Kälte, gell, stellen wir uns einfach nach Hause und essen einmal ein bisschen was. So, wo ist es? Wo ist es? Trockenfleisch, ganz unten. So, jetzt geht es uns doch schon wieder. Dann werfen wir mal ganz kurz, so schlechtes Wetter echt. Ist übrigens genau wie ein echtes schlechtes Wetter, das passt gerade bei mir draußen vor der Tür. Es regnet, es stürmt und sag ich dann immer zu diesem Wetter, ja, es ist Zockerwetter. Geht's denn noch besser? Es ist Zockerwetter und gibt es ja nichts Besseres, oder? Wieder heim zu sitzen und ein bisschen zu zocken. Macht doch Spaß. So, oder noch auch genauso cool, daheim zu sitzen, YouTube zu gucken, Kanal 4000 zu schauen und sich zurückzulehnen, einen Kaffee trinken, so wie ich gerade, und einfach Spaß haben zum Schauen. So, wir schmeißen einmal das Ganze raus. Apfelbaumsetzling, richtig, den machen wir jetzt auch. So, Langbogen haben wir. Steinmesser, das brauchen wir alles, Steinpfeile nehmen wir mit. Irgendwann werden wir uns mal ein paar Pfeile machen müssen, Steinspitzhacke. Brauchen wir die überhaupt? Dient zum Abbau von Mineralien. Wir bauen doch selber überhaupt gar keine Mineralien ab. Deswegen hat die auch 100%, wenn wir die noch nie gebraucht haben. Legen wir ab. Das nehmen wir auch mit. So, dann sind wir eigentlich wieder in der Basisausrüstung beieinander. Genau. Wie viel Gewicht haben wir denn jetzt? 17 Kilo von 75. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, hier ist, wie schaut es denn aus mit unserem. Ach, ist er nicht. Schaut, unser Apfelbaum. Da steht er. Und dann brüllt sich ja förmlich hier raus, hier den zweiten herzustellen, oder? Macht ja Sinn, oder?
Und vielleicht haben wir dann die Birken dann doch mal weg und machen da drum ein paar Apfelbäume. Meint, das war doch schön. Okay, das machen wir jetzt auch. Jetzt schauen wir mal schnell. Wie war das? Gebäude? Landwirtschaft? Nicht Feld, sondern Plantage. Und zwar. Ah, geht. Ach komm, geht, jetzt sag mal nicht, das geht jetzt nicht dahin. Ist da ein bisschen mehr Platz wie da? Ach, das wäre ja jetzt blöd. Nochmal. Ganz langsam. Gebäude, warum auch immer das bei den Gebäuden ist. Landwirtschaft, Plantage. Ah, genau. Super. Ja, das passt schon. Das passt schon. Und wir pflanzen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, wieder unser Säckchen, oder? So, Plantage. Apfelbaumsetzling. Ah, wir müssen zuerst roden. Okay, macht Sinn. Hacke habe ich doch auch irgendwo. Na? Na? Ich probiere nochmal nur das ganze Werkzeug ein bisschen durch. So, jetzt wunderbar. Säckchen, ja, Plantage, Apfelbaum. Zack, da ist er. Super. Sehr schön. Und da, vielleicht machen wir das wirklich, dass wir dort noch zwei, drei da hersetzen. So rundrum so ein kleiner Apfelbaum. Es war doch ganz nett. Aber so lassen wir es jetzt erst einmal. Super. Wunderbar. Die gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. So, jetzt. Wir müssen uns wirklich wegen den Leuten, und ich würde das tatsächlich, wir haben jetzt nur noch, wie viel Uhr ist es? 9:13 Uhr, genau die richtige Zeit. Deswegen machen wir mal ganz schnell Fluxi-Fluxi da hineingehen. So, damit die Zeit steht. Und jetzt können wir uns das in Ruhe immer nochmal anschauen, ob wir noch irgendwas zum Verkaufen mitnehmen wollen, sollen, oder ob wir tatsächlich noch was machen können. Also hier ist zumindest jede Menge Zeug da. Tonbewurf 77, das ist wirklich nicht glorreich. Haben wir eigentlich den, wo ist denn eigentlich der Leinsamen? Der ist noch da. Ja, den machen wir im Frühjahr, haben wir gesagt, gell? Okay, das passt alles, das passt alles, das brauchen wir alles. Gewichtstechnisch sind wir jetzt völlig d'accord. Dünger haben wir jetzt mittlerweile auch einigen. Das passt wirklich, es läuft alles wirklich ganz gut. Wachshalm, ja, der wird nicht mehr lang reichen. Dafür machen wir den Leinsamen im Frühjahr. Aber können wir denn jetzt irgendwie, können wir denn nicht nochmal einen Schwung Messer machen? Ja, weil wir nicht so viele Stöcken haben. Das ist immer das. Nehmen wir mal jetzt alle Stöcken und einen Satz Steine. Ja, das ist ein bisschen viel. So. Und schauen wir mal ganz kurz, was können wir noch basteln? Steine, 15 Messer, macht die, die nehmen wir mit, die verchecken wir. Haben wir wenigstens ein bisschen Einnahmen. Wunderbar. Und den Rest schmeißt man wieder raus. So. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Ja, wunderbar. Haben wir sonst noch irgendwas zum Verkaufen? Einfaches Säckchen, da haben wir nur einige. Ich weiß nicht, wie viel die Jungs brauchen. Nehmen wir halt mal noch 8 Stück mit. Sollte dann rein. 5, oh ja. Aber es war immer steigend. Dann die Federn vercheckt man noch. Holzhacken, Holzhammer. Die sind wichtig, die nehme ich mir nicht mit. Die will ich nicht verkaufen, weil die Holzhammer daran hängt alles eigentlich.
Also Werkzeugproduktion schaut gut aus. Holzhammer brauchen wir auch. Leder würde ich jetzt zwar tatsächlich mal aufheben. Steine verkauft man nicht. Brauchen wir alles selber. Gut, war nicht zu viel, macht aber nichts. Wir machen uns jetzt trotzdem auf Tour. Jetzt bei dem bescheidenen Wetter. Was ist denn das eigentlich? Das ist aber kein Apfelbaum, oder? Nein. Und natürlich auch dazwischen drin immer noch ein paar Apfelbäume im Bau. Wahrscheinlich wird es vom Platz nicht reichen. Blöd. Wieso ist denn da eigentlich ein Weg? Das schaut ja voll scheiße aus. Entschuldigung. Okay, jetzt halten wir uns nicht mit sowas auf, sondern lauf gleich los. Ihr merkt das schon. Ich will gar nicht Zeit verlieren. Ich setze mir den Marker. Gostovia warten auch vielleicht Quests. Vielleicht können wir uns das einmal. Wir könnten natürlich schon mal schauen, ob wir diesen blöden Pfeil- und Bogen-Quest noch machen könnten. Da war doch auch noch irgendwas. Ja, kann man mal schauen. Da war irgendwas noch offen. Was für ein ungemütliches Wetter. Ist ja furchtbar. Ist ja fast wie in echt draußen. Schrecklich. Schrecklich. Wobei man sich ja eigentlich über den Sommer überhaupt nicht beschweren können, gell? Na, tue ich jetzt nicht mitnehmen. Wenn wir jetzt da sind, würde ich auch ganz gerne noch mal kurz in die Verwaltung schauen, aber jetzt wo ich erst einmal ankommen. Was ist das? Was seid ihr für Viecher? Seid ihr Luchse oder wie? Keine Zeit, mich mit irgendwelchen Wildsauen aufzuhalten. Wo bin ich jetzt hingelaufen? Mei, mei. Sollte die Richtung sollte man schon beuten, gell? Wo haben wir denn da Fliegenpilze? Für was braucht man die eigentlich? Sind giftig. Braucht bestimmt unser Kräuterhändler für irgendwas. Dass man vielleicht auch mal bald diese Heiltränke machen können. Das wäre auch mal ganz cool. Na, mein Hoppelhäschen. Nein, ich jag dich jetzt nicht. Ich muss keine Angst haben. Wir haben gerade wichtigere Dinge vor. Halt. Hey, was haben wir denn da? Weizen. Nehmen wir mal mit, oder? Und Zweige brauchen wir eher weniger. Wobei wir Stöcken ja grundsätzlich immer brauchen können. Das ist immer das, darf man nie vergessen. Stöcke können wir gar nicht viel genug haben, weil wir ja immer was brauchen, um unsere Werkzeuge herzustellen. Und es steht ja auch, wenn der Winter vorbei ist, wieder die nächste Steuererklärung an. Ne? Darf man auch nicht vergessen. So, jetzt drückt ihr mal die Daumen, dass hier ein paar Leute sitzen, die wir noch einstellen können. Haut's denn aus? Ah ja, da hocken schon ein paar. Jetzt machen wir zuerst einmal unsere Geschäfte hier. Ah, du wieder, die bist immer so unsympathisch. Zeig mir mal deine Waren und ich zeig dir mal meine Waren und so, die Federn können weg. Einfaches Säckchen, 8 Stück kann weg. Naja, macht zu klein, viel macht da Mist. So, dann haben wir 15 Steinmesser können weg, machen 300 Silberlinge, wunderbar. Weizen, 4 Weizen können wir den. Dient der Herstellung von Stroh und Weizenkörnern auf den brauchen wir alles nicht. Ja, die hauen wir weg. Da die 20 Silberlinge nehmen wir nur mit. 8200 Silberlinge, wunderbar.
Sehr schön. So, jetzt ganz kurz. Nee, nee, danke. Nein. Ja, ciao. Haben wir in der Verwaltung, wo meckern's, Produktion, wer hat schon wieder was nicht, kein Material, war fast klar, es fehlt wahrscheinlich wieder der Leinengarn, genau. Okay, hilft nichts, kann im Moment nichts ändern, kommt dann im Frühjahr, was haben wir da, Schmiede, du hast keine Holzhammer mehr, das kann aber überhaupt nicht sein, da waren doch jetzt gerade, ach, die Stöcken fehlen, ah oh, no. Ja, gerade sage ich es noch, gell? Stöcken können wir gar nicht viel genug haben. Okay, das hoffentlich können wir ändern, das Problem, indem wir jetzt gleich noch den vierten Mann für unseren Holzbetrieb einstellen und dir fehlt wahrscheinlich der Dünger, ja. Verdorbenes kann eigentlich nicht fehlen. Oder hast du den schon komplett verarbeitet? Okay, sind aber in meinen Augen jetzt eher Kleinigkeiten. So, also jetzt schauen wir mal. Hey Leute, Servus. Ihr sitzt ja doch super beieinander. Jetzt muss ich erst einmal schauen. Oh, da habe ich schon ein paar ganz interessante Zahlen gesehen. Nur noch mal sicherheitshalber, bevor ich einen Schmarrn mache. Es ist immer blöd, Schmarrn sollte man gar nicht machen. Eine Dame, habe ich gesagt. Und ein Pärchen. Für die haben wir noch Platz. Also drei Leute. Eine Dame, wir haben hier sowieso nur eine sitzen. Jadwiga. Oh, sehr schön. Das sind auf alle Fälle bessere Zahlen. Jadwiga, du sag einmal. Hi. Hi. 29 bist du schon. Magst du zu uns kommen? Sehr gut. So, ich mache das jetzt nach und nach. Wir haben es ja nicht eilig, wie immer die gleiche Geschichte. So. Die Jadwiga, hier kriegst du ein schönes Haus zugeteilt, jawohl. Mit dem Jagomir, der ist Firma, ist ein bisschen jünger wie du. Ich hoffe, das ist okay. Und der macht total einen auf Kräuter. Und die Jadwiga kann was? Müssten wir ja vielleicht gleich einen Job geben. Kräuter sammeln. Was ist denn das wieder? Ich vergesse das immer. Amerigo, der hat da sechs. Das ist ja Wahnsinn. Welche war es jetzt? Jadwiga, die war's. Die hat das. Diese gute Jägerin. Ja, das ist die Produktion, ne? Das ist Fischen, das ist Feldarbeit, das ist alles, was abgebaut werden muss. Was ist denn das nochmal? Gott. Peinlich, dass ich das nicht weiß, nach so langer Zeit. Na gut, anders gefragt, wo brauchen wir denn jetzt noch jemand? Brunnen wird am Schluss besetzt. In der Landwirtschaft bräuchten wir noch jemand. Und was war es noch? Ah, ein Holzer. Holzschuppen. Jadwiga, da hat sie nur zwei. Das ist fast ein bisschen verschenkt. Teile sie jetzt trotzdem einmal da ein. Die werden wir eventuell noch ändern. Dann bräuchten wir noch jemand. Eigentlich brauchen wir überhaupt niemand mehr, oder? Naja, doch für den Feldschuppen nur jemand. Da bräuchten wir noch jemand, der in der Landwirtschaft ganz gut ist.
Landwirtschaft 1, das war jetzt irgendwie fast klar. Der Lambert gehört zur Einrichtung. Auch Landwirtschaft 1, ja super. Na super. Ich überlege. Ich überlege. Petschuppen. Ja. Der Jaro Niew, der sollte eigentlich. Was braucht denn der als Kräuterkundler? Braucht er eigentlich was? Habe ich den jetzt rausgeschmissen? Ach so, das ist dann okay. Wir brauchen noch eine Näherin. Das ist es nämlich. Ich wusste doch, irgendwas geht mir noch ab. Aber warum habe ich da jetzt, spinne jetzt, habe ich da jetzt einen rausgeschmissen? Na, sag mal, bin ich jetzt ganz doof? Polt, Radomir, das sind alles Kinder. Nö, das haben wir aber alle einen Job. Hatten wir, wir hatten doch, ja, ey, ich bin doch jetzt nicht. Wir hatten doch jetzt gerade einen Kräutermann. Mann. Habe ich den jetzt mal anders zugeteilt? Ja, im Feldschuppen habe ich ihn zugeteilt, der Jagomirev. Das heißt also, wir bräuchten eventuell für die Kräuterhütte nur jemand im Sammelbereich. Das ist dann dieses komische Fischzeichen. Wie schaut es denn da aus mit euch? Oh, drei. Nistek. Gut. Du, Lambert? Achso, haben wir schon mal gehabt, gehst zum Inventar. Aber er ist auch nicht so schlecht. Ein bisschen unübersichtlich ist das alles. Entweder gestell mich so oder es gibt einen einfachen Trick, den ich nicht weiß. Wir brauchen noch ein Ehepaar. Alles klar. Also wir brauchen noch eine Frau dazu. Er ist 27 und du bist 18. Nistek. Du bist 18 und perfekt. Du bist genau der Mann, den wir brauchen. Was, wie? Ich habe gehört, dass du dabei bist, eine recht gute Reputationsarbeit. Mach weiter so und ich denke vielleicht über deinen Vorschlag nach. Nein! 6000 Reputation haben wir vielleicht. Jetzt hör bloß auf. Ach du meine Güte, nein! Können keine Leute mehr einstellen. Echt jetzt? Reputation 5.900. Fehlen uns nur 40 Punkte Reputationspunkte. Ach, das gibt's ja gar nicht. Dann, ach, das ist ja jetzt verrückt. Dann brauchen wir irgendjemand. Hallo, hat nicht irgendjemand einmal. Ach so, Moment. Schauen wir mal schnell. Der ist doch, da unten steht er. Und du hattest doch noch, pass mal auf, dass man das überhaupt merken kann. Alwin, nächster Wettkampf. Genug mit dem Zielscheibenschießen, das ist etwas für Anhänger. Okay. Gisela selbst hat mir einiges beigebracht. Ich habe mittlerweile einige Erfahrung darin, im Wald auf die Jagd gehen und wilde Tiere zu schießen. Okay. Ich habe sogar einen Bären erledigt. Super, einen Bären, super. Ich habe 9 Stunden dafür gebraucht, nicht genug,
dass sie schwer zu töten sind, sie sind auch schwer zu finden. Kannst du das überbieten? Ich soll innerhalb von 8 Stunden einen Bären töten. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen machst. Dann bekommst du deine München zurück, dazu meinen Teil und meinen Bogen obendrauf. Das klingt verlockend. Ich komme später wieder. Also, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Der will, dass wir tatsächlich einen Bären erlegen. Da würden wir dann 2 Quests erledigen. Ist spannend. Nur weiß ich im Moment leider nicht, wo es gerade Bären gibt. Deswegen machen wir jetzt erst einmal schnell was anderes irgendwie. Marwald, was willst denn du? Nachts gefährliche Tiere. Paar Münzen für Tiere etwas zu reduzieren. Ich kümmere mich darum, okay. Nächtliche Jagd, das hat man doch schon mal, oder? Aber Mann, echt, das kommt jetzt total ungelegen, das Ganze hier mit diesem Blöden. Gilt uns echt 40 Reputationspunkte und dann, okay, naja, gut. Brauchen wir jetzt nicht rumdiskutieren, ist halt so. Warte auf den nächsten Abend. Was heißt den nächsten Abend? Nicht diesen Abend? Oder auf den nächsten Abend, der da kommt? Wisst man nicht. Gibt es noch irgendwo einen Quest? Ja, hier hat noch einer an. Okay, ganz hinten. Das ist bestimmt wieder irgendwo. Ach, das ist wieder die Bedienung. Die in der Wirtschaft. Die will bestimmt, dass wir irgendwo rumlaufen, oder? Na, das ist mir an, oder? Ja, wer ist das? Ludomira. Hallo, wie schaut es denn mit dir aus? Ein Samen? Ja. Was willst du denn? Und was für Samen willst du? Drei abliefern an Karottensamen, 10 und rote Beete, einen Karottensamen und 2 rote Beetesamen. Haben wir jetzt gerade nicht, aber die können wir doch hier kaufen, oder? Hello. Wo ist denn dein Mann? Da ist er. How are you? Servus. Whatever you need, I've got it. Rote Beete, aber keinen Samen, oder wie? Das hat dann der Horn, der... Das müsste doch... Ja, der... Feldfut... Ach komm, das nervt mir jetzt ein bisschen. Irgendwer wird doch von euch jetzt, muss doch von euch Samen haben, oder? Ah, Entschuldigung. Annette, weiß es, irgendwer hat doch die Samen. Du nicht, gell? Du hast nur Essen, oder? Ja, haben wir schon gedacht. Ja, ciao. Naja, eigentlich ist es er. Er ist ja... Ach Mann, echt. Das ist ja alles, das läuft ja heute wieder alles ganz verflixt. Er hat Samen, aber nur Zwiebelsamen. Das gibt's ja nicht. Also ganz entspannt. Jetzt Moment einmal. Machen wir es erst einmal so. Tagebuch. Eine Karottensamen und 2 rote Beetesamen.
Zeigst du mir die Händler auch an? Dienstleistungen? Haben wir jetzt echt keinen, der hier Samen verkauft? Und zwar die wir brauchen. Das ist ja saublöd. Das ist die Köchin, das ist die. Die hat nur die Tiere. Haben wir trotzdem einmal schnell sicherheitshalber noch. Da hinten. Ach so, das ist die Wirtschaftsdame. Only the best products here, okay. Du hast da keine Samen. Krutzenesen. Wäre auch wahrscheinlich jetzt zu einfach gewesen. Gut, bevor ich jetzt lang rumlamentiere, machen wir mal ganz kurz schnell. Laufen wir mal schnell rüber und schauen, ob wir es drüben kriegen. Auf der anderen Seite. Brauche echt langsam einen Esel. Ist der Esel eigentlich schneller, als wenn wir zu Fuß laufen? Hoffe ich doch. Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, jetzt hängt es echt alles an diesem blöden Reputationspunkten, weil wir keine Leute mehr einstellen können. Mann, jetzt muss ich leider trotzdem noch mal kurz stehen bleiben und in die Verwaltung schauen, weil mir das gefällt mir jetzt gar nicht, was er hier schon wieder für Meldungen raushaut. Ja, ich weiß schon. Bei der Arbeiter. Vollkommen klar. Aber zu wichtig ist die Kräuterhütte im Moment noch nicht. Deswegen machen wir da jetzt noch keinen Kopf. Okay, keine wichtigen Nachrichten im Moment. Oh, das könnte doch. Entschuldigung. Ist hier jemand? Inga. Ah, super. Das ist doch gar nichts. Tierfutter. Werden wir wahrscheinlich dann für unser Ding brauchen. Ja, du auch. Aber du kannst mir im Moment nicht weiterhelfen. Da hätte man noch ein paar Damen sitzen. Die Grüter. Mann, und jetzt können wir keine Leiter erstellen. Das ist ja wieder alles. Das passt wieder alles total verrückt zusammen, gell? Und hier gibt es genau zwei Händler, oder wie? Ach komm, echt, das ist ja. Muss man echt einmal eine Liste machen, wo da welche Händler sitzen. Da wirst du verrückt. Bist denn du? Bist du im Haus, Mann? Hallo, Falibor. Ja, das dachte ich mir schon. Du hast auch bloß so 0815 Zeug. Das ist ja echt verrückt. Also, Wahnsinn. Ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Wir können keine Leute mehr einstellen, weil uns da so schwindlige Reputationspunkte fehlen. Die Frage, was tun? Schau ich mal ganz kurz. Wilde Tiere. Bären. Ich habe noch nie gesehen, dass man irgendwo. Wahrscheinlich immer tierisch drauf beim Bärenjagen, aber. Ich habe noch nie irgendwo einen Bären gesehen. Jetzt sind wir doch schon relativ weit rumgekommen, wie man hier sieht. Bär. Ja. So. Wo ist er, der Bär? Es gibt keinen Bären. Was wissen wir noch für eine Lösung? Dass wir dann doch einen von diesen offenen Quests noch machen. Die nächtliche Jagd. Ich weiß nicht, was es bedeutet, auf den nächsten Abend zu warten. Der Abend ist eigentlich schon da, oder?
Alwins Geschichte. Das ist wo? Questziel. Moment. Ist der hier? Ist es denn tatsächlich so einfach? Hör dir Alwins Geschichte an. Okay. Die eigentlich gleich schauen können. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, durchschwimmen können wir nicht durch den Fluss. Habe ich noch nie probiert. Aber wo ich jetzt auch nicht drauf gehe, deswegen nützen wir brav die Brücke, bis ihr das gehört. Hört ihr Alwins Geschichte an. Übrigens, warne ich euch jetzt gleich vor, ich weiß schon, Slowplay-Rollenspieltechnisch habe ich eine Mahnung von euch bekommen, aber seid's meine Bs, also diese Geschichten, und wo es hier eigentlich, die ist so drüge, ich habe sowieso schon alles wieder vergessen, um was es geht, irgendwie diese komischen Vereine, die da haben. Also, wo ist er, der Alwin? Ist der da drin? Also die Geschichten interessieren mich nicht, die Bohne, ganz ehrlich. Sorry, da bin ich ganz offen. Na, Alwin! Ach so, das ist ja der Jäger. Ach Mann, ich stehe halt echt neben mir. Okay. Es ist wie verhext. Bei ihm wisst man nicht, warte auf den nächsten Abend. Wir wissen aber nicht A, was Abend bedeutet und B, was er dann eigentlich von uns will. 17 Uhr ist es. Und das ist auch noch der letzte Herbsttag. Ab morgen ist Winter. Das ist ja, hä? Wieso, hä? Alter, schlafst du oder was? Ich glaube, ich bin. Okay. Also dann hat sich das mit dem Alwin erledigt. Schauen wir nochmal. Der Unigost, das ist irgendwo da far, far away. Und den zeigt er mir noch nicht an, weil es anscheinend noch nicht Abend ist. Okay. Ist ja blöd. Jetzt hänge ich da ein bisschen rum in den Dorf. Wir können ja keine Leute erstellen. Ach Gott, das ist ja echt wie verhext, ist das. Und du hast echt keine blöden Apfenbaumsättling. Hast echt die. Hast du nicht. Ja. Also, jetzt bin ich echt ein bisschen aufgeschmissen. Das war ich noch nie. Und. Jetzt müssen wir uns nochmal ganz in Ruhe. Wir brauchen ja nicht, doch, wir bräuchten, aber die Kräuterhütte ist mir eigentlich völlig egal im Moment, weil die uns sowieso nichts bringt. Das heißt also, eigentlich bräuchten wir im Moment gar niemanden, beziehungsweise den Olaf und den Jaroknijew. Das muss ich mir jetzt mal merken. Wenn ich jetzt den Kräuterhütte. Den Olaf und den Jaroknijew. Der andere Jaroknijew.
Es bleibt sie eigentlich völlig einerlei. Ich bin da jetzt, ich darf mich da jetzt einfach gar nicht so aus der Bahn werfen lassen. Die können im Feldschuppen nichts machen, weil es der Winter ist. Das ist jetzt der springende Punkt. So, ich nehme den Jarogmiev da jetzt raus einmal. Und der kommt jetzt einfach hier in die Kräuterhütte. Ja. So. Die gute, welche ist schwanger und arbeitet noch? Unsere Näherin, die Siegfrieda. Er hört sowieso automatisch auf, wenn sie ihr Kind bekommt. Das heißt also, auch das muss uns nicht kratzen. Es könnte bald sein, aber auch die Näherin ist mir eigentlich im Moment, interessiert mich nur am Rande. Ja, dann machen wir das jetzt echt anders. Sorry, dass ich da jetzt irgendwie mich so, da war ich jetzt echt, ich habe mich da jetzt zu sehr drauf versteift. Ist mir eigentlich völlig egal. Wir gehen jetzt zurück ins Dorf. Schauen, weil die Nacht bricht herein, der Winter kommt. Wir schauen jetzt, wir gehen das jetzt anders an und schauen jetzt erst einmal, dass wir unsere Verputze noch anbringen, dass wir vielleicht tatsächlich ein oder zwei Hütten noch mehr verputzen können. Dann sind die Leute auch gleich viel besser drauf und denen ist wärmer und die brauchen nicht so viel Brennholz und so weiter und so weiter. Und dann kümmern wir uns, wir können im Winter ganz entspannt nochmal Leute suchen. Und eventuell auch den ein oder anderen Quest lösen. Es geht eigentlich alles ohne Druck. Habe ich mir jetzt eigentlich viel zu sehr unter Druck gesetzt? Muss eigentlich überhaupt nicht sein. Die Leute haben was zum Essen. Das ist das Wichtigste. Die Leute essen und alles andere lösen wir auch so. Oh, was haben wir denn da? Oh, 14 Münzen, na klar. Verlorene Lieferung. Achso, es waren nur insgesamt 14 Münzen. Okay, naja, mei. Nehmen wir mit, danke. Also ist das Wichtigste tatsächlich die Reputation? Und vielleicht sollten wir uns einfach jetzt im Winter da mal diesen blöden Quest, der da ewig weit weg ist. Und das mache ich jetzt gerne offline, es ist jetzt vielleicht nicht ganz rollenspieltechnisch, aber ich mache es trotzdem, damit ich einfach ein bisschen eingeweiht sind. Ich werde mal schauen, wo es einen Bären gibt. Und dann bin ich ja gespannt, ob wir uns da mit unserem Langbogen und unseren schwindligen Steinpfeilen, da müssen wir vielleicht irgendwo schauen, dass wir irgendwo noch Bronzepfeile oder so herkriegen. Ja, die Blätter fallen. Jetzt ist uns direkt eins vor die Nase gefallen. Habt ihr es gesehen, oder? Und da ist unser schönes Dorf. Ja, da sind wir schon. Herrlich. Wenn da ein paar Palustrade drum war, da hat es echt viel cooler ausschauen. Kommt auch noch. Das ist nämlich hier schon. Hier geht es eigentlich das Dorf schon los dann. Gut. Okay. Also, gehen wir es anders an. Habe ich ein bisschen braucht, um das Problem. Gehen wir es anders an. Machen wir jetzt was anderes. Ist jetzt der Winter, jetzt ist eh gleich dunkel, jetzt ist eh gleich der Winter da. Wir schauen einmal, das war der Tonbewurf, den nehmen wir jetzt mal ganz mit. Und schauen einmal, dass wir hier noch ein paar Häuslein verputzen können. Da hinten fällt noch ein bisschen was. Oh. So, wunderbar.
Weiß ich jetzt gerade nicht, wer da wohnt. Ah ja, da haben wir es. Und dann werden sind die dort gleich mal besser drauf. Ist doch wunderbar. Sehr schön. Dann machen wir gleich hier weiter. Und hoffen wir, dass vielleicht nur reicht für ein Haus. Ich habe ja kein Wasser. Da muss ich auch mal dran. Müssen wir auch mal machen. Ja, also wenn wir da pro Jahr zwei Häuser machen können, das ist aber auch ziemlich wenig. Gell? Habe ja schon gehofft, dass da ein bisschen mehr geht. Oh, naja, mei. Haben wir im Grunde genommen, wenn wir jetzt die anderen wegrechnen, ich habe es jetzt nicht aufs Stück genau gerechnet, aber eigentlich haben wir ein Haus geschafft. Und das ist natürlich nichts, gell? Naja, gut, hilft nichts. Immerhin ein Haus mehr. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Kennen wir ja schon. Gut. Ja, ihr Lieben, wunderbar. Ich denke, dann sind wir jetzt ein Stück weiter wieder. Es war jetzt ein bisschen Confusion. Und deswegen würde ich jetzt sagen, machen wir es jetzt so rum, dass wir diesmal mal nicht am Abend. Ach, ich habe keine Fackel mehr, aber Fackeln müssten doch eigentlich im Lagerhaus noch jede Menge sein, oder? Die stellen wir doch her. Einfache Fackel. Da 50 Fackeln haben wir. Also. Gehen wir mal zwei ein. Oh, na, also. Wunderbar. Und haben wir denn eigentlich, das wollte ich jetzt einmal schauen. Moment. Diese Fläschchen. Wie heißt die? Hölzerne Fiole. Ja, tatsächlich. Da haben wir schon die ersten 10. Schaut's mal. Super. Kann denn unser Kräutermeister, der ist hier, sag mal, kannst du, schauen wir mal, Heiltrank, Löwenzahn brauchen wir dafür, okay. Weitwiegerich, einmal Wasser, Löwenzahn. Na dann, dann würde ich sagen, sammel doch du noch Löwenzahn. Breitwegerich dann immer so früh. Weiß ich, falsche Jahreszeit. Die Wegwarte sammelst du mal gar nicht, weil wir nicht einmal wissen, für was wir die eigentlich brauchen. Macht nichts, das kommt dann schon. Sammelt es erstmal. Ist klar, im Winter wird jetzt wahrscheinlich gar nichts wachsen. Wachsen. Und die. Jetzt nochmal. Entschuldigung. brauchen wir den. Doch, doch, den Breitwegerich brauchen wir eben schon. Genau. Alles klar. 5 Stück, 5 Breitwegerich. Okay. Löwenzahn. Ja, genau, das suchst du mal. Falsche Jahreszeit, das ist nicht so wichtig. Läuft dann schon. Sehr schön. Okay. Dann würde ich wirklich sagen, und jetzt weiß ich nicht, er hat Tagebuch, nächtliche Jagd. Das ist also noch nicht da, das Zeichen. Ich weiß nicht, wann er, was er meint mit dem Abend. Es ist schon 8:30, dann hat er wahrscheinlich doch erst morgen gemeint. Okay, dann würde ich aber jetzt sagen, machen wir mal ein Feuer. Essen, trinken brauchen wir nicht, weil wir die Jahreszeit wechseln und stürzen uns in die neue Jahreszeit. Jawohl. Ist irgendwas passiert? Nein. Ach nein, schaut euch das an. Nächtliche Jagd, es war doch die Abend, oder? Mei, und jetzt sind innen. Nein, ist das nicht süß? Schaut euch den Leopold an.
Ach nein, ich brich ab. Bist du der Leopold? Hallo, mein Leopold. Persönlichkeit einsamer Wolf, 2 Jahre alt. Mann, bist du süß. Ist er nicht süß? Und jetzt ist die Frage, kann die Drogomira, arbeitet die wieder? Ja, es sieht ganz so aus. Heißt es jetzt praktisch, ich kann die Drogomira. Das wäre natürlich super. Wunderbar, das passt. Also Drogomira, kannst du dann, der Bur läuft da los rum, das ist ja echt der Hammer. Mei, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Ja, ihr Lieben, das war's, der Winter ist da, wir machen mal wieder Schluss. War ein bisschen Confusion diesmal, aber mei, das muss auch mal sein. Wir bringen schon unseren Laden hier noch Vordermann, und das Lager schaut super aus, das Materiallager. Das ist, mei, es kann ja nicht immer rundlaufen. Ich freue mich jetzt schon auf den Frühling. Und wir können ja jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen jetzt im Winter. Vielleicht sollten wir doch mal eben. Und wir machen jetzt in der nächsten Ausgabe, unternehmen wir diese Reise da, ganz da raus. Ja, und ich schaue mir wegen den Bären. Danke fürs Zuschauen. Wir bleiben mal hier in dieser schönen Winterlandschaft stehen. Schaut das nächste Mal wieder ein, das hat mich wahnsinnig gefreut. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.